Ein Eisberg so groß wie eine Insel löste sich aus dem antarktischen Eis und beginnt sich nun zu bewegen. Das bedeutet aber nicht nur, dass eine gigantische Eisschicht zu treiben beginnt, sondern dass Zugang zu einem Ökosystem ermöglicht wurde, das gute 120.000 Jahre nicht das Tageslicht gesehen hat und nun erforscht werden kann. Schon im Jahr 2014 fiel Forschern ein Riss im gigantischen Larsen-Schelfeis auf, der über Jahre hinweg immer größer wurde. Im Januar 2017 rechnete man bereits damit, dass sich die Fläche lösen könnte, und schließlich löste sich nach und nach der große Eisberg vom Larsen-Schelfeis im Bereich C. Bis Anfang Juli 2018 hatte sich die Eisfläche knapp 50 Kilometer von der Bruchstelle entfernt. Es folgte eine langsame Drehung und seit September 2018 ragt die Fläche senkrecht zur Schelfeiskante ins Weddellmeer. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis er durch die Ozeanströmungen beschleunigt wird, sagte Thomas Rakow, Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Dann ist er nicht mehr zu stoppen. Der Eisberg treibt mit einer Länge von 175 Kilometern, einer Breite von 50 Kilometern und einer geschätzten Dicke von 200 Metern sowie einer geschätzten Masse von etwa 1 Billion Tonnen im Meer vor der Westantarktis. Auf dem Weg in Richtung wärmere Gewässer wird der Koloss schmelzen und immer kleiner werden. Falls ihr nun vermutet habt, dass sich der Meeresspiegel aufgrund des schmelzenden Eisbergs erhöhen wird, dann habt ihr nur indirekt recht. Da der Eisberg auf dem Wasser schwimmt, ergibt er nach dem Schmelzen genau die Wassermasse, die er zuvor verdrängt hat. Der Meeresspiegel könnte allerdings ein wenig ansteigen, weil nun Schmelzwasser von an Land liegenden Gletschern schneller ins Meer gelangen kann. Was aber Forscher noch mehr interessiert, ist das Loch im Schelfeis, das der Eisberg hinterlassen hat. Schätzungen zufolge befinde sich darunter ein unberührtes Ökosystem, das etwa 120.000 Jahren nicht das Tageslicht gesehen hat. Lebewesen dürften derweil in diesem Bereich kaum vorhanden sein. Das könnte sich jedoch schnell ändern, da dieses gigantische Gebiet nun das erste Mal zugänglich und dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Es wird nicht lange dauern, bis sich der Bereich mit verschiedenen Planktonarten und Fischen füllt. Das bedeutet, dass man von nun an einen raschen Ökosystemwandel in nur kurzer Zeit beobachten könnte. Dieses Naturschauspiel wird jedoch nicht von wirtschaftlicher Nutzung wie Fischfang oder touristischer Vermarktung beeinträchtigt. Dies ist nämlich für die nächsten Jahre verboten. Das war's auch schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen blauen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um zukünftig keine Videos mehr dieser Art zu verpassen. Außerdem könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.